Willkommen zurück zu Darksiders 3. Wir haben im letzten Part Hakio besiegt und haben jetzt die Sturmfähigkeit erhalten, mit der wir hier jetzt herumgleiten können. Jetzt folgen wir dem Kompass zum nächsten Totenkopf. Ist schon tot. Ich habe eine kleine Darksiders 3 Pause gemacht, deswegen bin ich im Moment gerade ein klein wenig planlos. Das bekommen wir schon. Gut, das bleibt so. Nicht wieder ran. Eigentlich möchte ich durch dieses Tor hier durch. Hier ist ein Schalter. Sehr gut, es gehen beide auf. Das heißt, ich bin hier erstmal zu Wohlgrim. Sei gegrüßt. So. Oh, sorge dafür, dass sie schreien, Reiter. Erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Okay, der Kleine hat mich ein klein wenig erwischt. Erneut ein bezaubernder Anblick. Du bringst mich an wunderbare Orte. Wenigstens sind wir jetzt besser vorbereitet. Du kannst aber gern jederzeit gehen, Beobachterin. Das hättest du wohl gerne. Na, ach, falsche Taste zum Wechseln. Bin aber falsch unterwegs. Laut Totenkopf. Er möchte mich hier haben.
Ich folge dem Kompass jetzt einfach mal. Er schickt mich auf jeden Fall zurück. Ah, weil wir das jetzt öffnen können. Genau das und okay, verdrückt. Aber das macht nichts. Ist nur ein Heil-Item, was Fulgrim sowieso ja nach dem letzten Patch wiederherstellt. Kommen wir noch nicht hoch? Okay. Oh, ein großer ist auch da. Das war schon nicht schlecht zum wieder reinkommen. Gut, aber das Ding möchte sich da reingehen.
Aber zuerst hole ich mir noch das Item. Ich bin dumm. Womit kann dir dieser Das wird uns beiden Spaß machen. So, Level 15. Wie du willst. Leb wohl. Aber wir haben hier ja wieder von den Dingen ein paar. Sei gegrüßt, das wird uns beiden Spaß machen. Wie du willst, leb wohl. So, dann 3 Punkte haben wir sogar zum Vergeben. Wieder gehen spazieren. Dieser verzögerte Schlag von innen. Na komm, nicht da hinten bleiben, ja kommen. Heilungsfragment, denn ich glaube, der da vorne ist ein wenig härter. Ja.
Okay, ging. Der ging. Ah, da ist er. Der Blitzspeer, der gefällt mir. Ist dich voll. Es ist genug. Genug. Bitte. Gut. Ah, da haben wir dann noch mal was. Erstmal aufschlagen. Hey. Rennt der einfach raus. Wo ist der Kleine? Muss ich den jetzt echt von draußen suchen? Rennt der einfach weg? Was sollst du hier? Geht doch. Oh. Besser als ich gedacht habe. Es ist genug! Genug! Gut, da kommen wir jetzt noch nicht hin. Dann gehen wir mal weiter. Ah.
sieht bedeutend aus. Etwas zu protzig, wenn du mich fragst. Ausnahmsweise bin ich deiner Meinung. Was denn? Etwas ist mit diesem Ort. Oh, wirst du jetzt etwa religiös? Ich werde nicht zögern, dir den Beobachterkopf vom Beobachterleib zu schlagen. Weniger Sarkasmus. Notiert, Herrin. Oh, bedecke deine Augen! Sorge, was ist das? Sieh an, sieh an. Mal dir meine Enttäuschung aus. Die Vorstellung, dass das Beste ist, was der Rat zu bieten hat. Von den berühmten vier Reitern schicken sie den allergeringsten und erbärmlichsten. Hochmut, charmant wie eh und je. Ich komme deinetwegen. Ach wirklich? Als wüsstest du etwas mit mir anzufangen, wenn du mich haben könntest. Bitte, verschone mich. Bist du nicht eine der sieben großen Todsünden? Kämpfe, statt vor mir zu kriechen, du aufgeblasener, erbärmlicher! Dein Spott ist vergeudeter Atem, Reiter. Nicht lästiger als das Summen meiner Fliege. Meine Beachtung nicht wert. Wie alles aus dem großen Experiment des Schöpfers. Selbst die größten Schätze des Himmels und der Hölle verblassen in meinem Licht. Verkriech dich wieder in das Loch, in dem du geboren wurdest. Wenn ich die letzte Sünde auf diesem armseligen Felsen bin, dann gestatte ich dir vielleicht eine Audienz. Wenn ich fertig bin, ist keine Sünde mehr übrig. Das sagst du. Angesichts deines Zustands halte ich eine erneute Begegnung für höchst unwahrscheinlich. Doch solltest du dir tatsächlich meine Gunst verdienen, findest du mich in Iris. Auch wenn ich bezweifle, dass jemand wie du an einem Ort willkommen wäre, der so kultiviert ist. Nur zu, überrasche mich, Reiter. Bis dahin. Was für ein unausstehliches Geschöpf. Okay, das ist dann aber Iris. Schauen wir es uns mal an. Da hält sich dann anscheinend Hochmut auf, was dann die letzte Todsünde sein wird. Sieht es hier auf jeden Fall schon aus. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da nicht reinkommen. Du jämmerliches kleines Ding! Verschwinde! Ja. Ritt dann wieder zurück. Was sagen, war es das auch wieder für diesen Part? Ich warte die Ladesequenz noch ab. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.